Mitte August findet bereits zum zweiten Mal in Köln die Wahl zum Mr. Sportswear Germany statt. Heuer erstmals mit österreichischer Beteiligung. Und unser fescher Sportsfreund hat das Ziel schon klar vor Augen, um den Contest für alle Freunde von Drei Streifen und Co. zu gewinnen und seine Kandidaten auszustechen. Denn für ihn gilt definitiv, er kann nur Nummer 1 werden. Klaro, denn der Volksmund sagt ja so schön, am Gipfel des Berges hat nur ein Murmeltier Platz. Blutjung, zuckersüß und pfiffig. Der 19-jährige Alexander aus Wien. Aktuell macht der gebürtige Serbe eine Ausbildung zum Friseur und geht in seiner Freizeit mehrmals die Woche ins Fitnessstudio. Auch für den Mr. Sportswear-Kandidaten gilt, von nichts kommt nichts. Auf die Teilnehmerliste des Contests in Köln gelangte Alexander spontan und völlig unverhofft. Ja, der Veranstalter hat mich angeschrieben. Er hat gefragt, ob ich mitmachen will, und ich habe natürlich ja gesagt. Ich war kurz in einer Modelschule. Ich war ein Model in Serbien und auf Laufsteg ein paar Mal. Ein paar Fotoshootings habe ich schon hinter mir. Und kurz war ich auch in einem Theaterstück, habe ich auch was mitgespielt. Mir ist wirklich nur, dass ich auch, wie ich ausschaue, dass ich auch innen so bin, das heißt auch gesund, dass ich mich auch sehr gesund ernähre. Und nicht, dass die Leute sagen, wow, das schaut gut aus oder irgendwas. Das ist persönlich nur für mich und nicht für die anderen. Ich bin Friseur, deswegen bleibe ich auch nicht so lang vor dem Spiegel. Was ich anziehe, ich kaufe immer was, bevor ich Wort gehe, kaufe ich immer schnell was nur zum Anziehen. Am wenigsten nur ein T-Shirt oder irgendwas. Das ziehe ich schnell an und ja, immer neu, immer perfekt, immer schnell gestylt. Man braucht nicht halbe Stunde oder drei Stunden vor dem Spiegel stehen, perfekt zu sein. Ich tue mich nicht so viel vorbereiten, aber natürlich muss ich schon auch wissen, was ich da anziehe für den Contest. Das sage ich natürlich noch nicht, das wird eine Überraschung sein für alle. Der smarte Anwärter für den Mister-Titel wird während des Contests reichlich Gelegenheit haben, seinen trainierten Körper zu präsentieren. Wenn er seine Hüllen fallen lassen wird, kann sich der eine oder andere Kandidat warm anziehen. Dabei zählt jedoch nicht allein die Optik. Vor einer prominent besetzten Jury mit geschultem Kennerblick und dem kritischen Publikum müssen Alexander und seine Mitstreiter auch ihre körperliche Fitness in verschiedenen Disziplinen und Wettkämpfen unter Beweis stellen. Auf einem Parcours, der nicht von Pappe ist, warten Aufgaben, die nur die Besten meistern dürften. Der Sportsfreund aus Wien macht sich deswegen allerdings keinen übermäßigen Stress. Denn für ihn gilt, dabei sein ist alles.